Jo, jetzt will ich gerade den Smart mir noch von der Seite rechts reinfahren. Hallo Freunde, jetzt geht's genau hier weiter, wo ich letztes Mal den Vlog beendet habe. Hier steht das Auto jetzt so. Wir fahren jetzt weiter und verlassen jetzt den Campingplatz, wollen uns noch ein paar Sehenswürdigkeiten angucken, aber vorher wollte ich noch mal ganz kurz was zu den sanitären Anlagen sagen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Also hier ist es irgendwie so geregelt, dass die sanitären Anlagen gemischt sind. Das heißt, Frauen und Männlein zusammen. Wer das nicht abkann, sollte hier vielleicht nicht herkommen, aber es ist ja alles sonst getrennt. Ich habe nochmal zwei Bilder gemacht. Am liebsten hätte ich es natürlich auf Video festgehalten, aber ist ein bisschen blöd, mit so einer riesen Kamera dann da reinzustolzieren. Allerdings wirklich wunderschön, scheint auch irgendwie gerade neu gemacht worden zu sein. Aber jetzt geht es auf jeden Fall auf, ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Also viel Spaß. I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. So Freunde, wir waren jetzt ganz kurz am Triumphbogen. Ihr habt gesehen, es regnet ganz schön, deswegen stecke ich jetzt kurz die Kamera weg. Mal gucken, ob es heute noch aufhört zu regnen, dann kriegt ihr natürlich noch ein paar schöne Bilder, wie eben auch schon. Und wir gehen jetzt mal weiter, einfach mal schauen, was wir noch so finden. So Freunde, wir sind jetzt wieder beim Auto. Es hat auch schon wieder ein bisschen aufgehört zu regnen. Wir waren noch bei McDonald's drin und ich habe mir bei einem Hotel noch ein bisschen WLAN gesneakt und das Video noch hochgeladen. Also in 2 Minuten kommt das offizielle Video von Sonntag online. Da hatte ich ein paar Upload-Probleme. Also wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid im Nachhinein. Ja, wir fahren jetzt mal ein bisschen weiter, noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten anschauen. Wir waren jetzt gerade beim Hotel de Invalido, glaube ich, so nennt sich das. Invalide. Invalide. Klingt ein bisschen komisch, aber das scheint so ein, ja, Armee-Gedenkstätte, dies, das. Ich kann euch das nicht genau sagen, ich habe es nicht gegoogelt. Auf jeden Fall schöne Bilder davon gemacht, davor auch gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir düsen jetzt nochmal weiter. Ja, jetzt suchen wir uns noch einen schönen Crepe, weil das kann man natürlich in Frankreich nicht ausfallen lassen, so denken wir uns das zumindest. Mal schauen, ob wir da was Gescheites finden. Ich hab mich angekackt. Nein, die geizen hier nicht mit Nutella, wenn ihr einen Crepe mit Nutella nehmt. So, jetzt verabschiedet euch mal vom Eiffelturm, denn für uns geht die Fahrt jetzt wieder ab nach Hause. Wir haben es 17 Uhr, 5:30 ungefähr. Und ja, wir begeben uns jetzt auf den Weg nach Hause. Vielleicht übernachten wir irgendwo unterwegs nochmal. Und mich hat es gefreut auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Es geht natürlich noch ein bisschen weiter und wir sehen uns auf jeden Fall im spätesten Fall komplett zu Hause. Und unterwegs gibt es noch ein paar Bilder. Wir stehen jetzt gerade hier beim Triumphbogen in dem Kreisel und so sieht der Verkehr hier in Frankreich aus und nicht selten sieht der hier so aus. Jo, jetzt will hier gerade ein Smart mir noch von der Seite rechts reinfahren. Oh Gott. Es ist ein Riesenkreisel und einfach jeder fährt, wie er will. Oh. Nee, ich fahre jetzt auch mal so, wie ich will. Moin, hallo, hallo. Jo. Moin.
Ja, Leute, da bin ich mal wieder. Wir waren jetzt gerade auf der Raststätte. Wir haben bestimmt noch mal so 5 Stunden geschlafen und fahren jetzt im Hellen weiter. Meine Freundin fährt jetzt mal. Und ja, ich wollte mich mal melden. Einfach, dass alles gut ist. Wir sind gut durchgekommen. Die Straßen sind wunderbar. Und ja, sobald man in Deutschland ist, natürlich mal wieder Baustellen und so weiter. Aber wir hatten ja nicht so viel Verkehr, dadurch, dass wir in der Nacht losgefahren sind. Oder beziehungsweise am Abend. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Wir fahren jetzt noch ungefähr 3 Stunden. Also, bis später. So, Freunde, die gewohnte Umgebung ist wieder erreicht. Wir sind wieder zu Hause. Boah, es wird heute oder später auf jeden Fall noch ein kleines Fazit dazu geben. Also bleibt auf jeden Fall noch dran zu der Reise. Und wir räumen jetzt natürlich erstmal den ganzen Bus wieder aus, etc. Und freuen uns, einfach zu Hause zu sein. Ja, Freunde, ich habe das Video gerade zu Ende geschnitten und es ist ziemlich abrupt geendet, habe ich gemerkt. Aber das ist wahrscheinlich davon, weil ich dann einfach müde war und fertig war und dann nicht mehr so viel filmen konnte oder wollte. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich möchte mich erstmal heftig bedanken dafür, wie mein letzter Vlog angekommen ist. Also ich hatte noch nie einen Vlog, der so gut angekommen ist und ich freue mich tierisch darüber, weil ich liebe einfach, diese Videos zu produzieren bzw. zu machen und euch zu zeigen, wo wir unterwegs waren und euch einfach Eindrücke zu zeigen, was da so los ist. Und ja, ich dachte, das kommt hier vielleicht nicht so ganz so gut an auf dem Kanal wegen dem Bus. Das ist ja eigentlich, der Bus ist eben der Bestandteil des Kanals. Aber ich habe da gemerkt, dass ihr das auch feiert. Zumindest kommt es so rüber und das freut mich tierisch. Das mal so viel dazu. Da wollte ich mich auf jeden Fall bei euch mal bedanken. Und ja, das nächste ist natürlich so ein bisschen Paris, Frankreich. Also Paris, muss ich ganz ehrlich gestehen, muss ich nicht nochmal haben, so in der Form. Weil, ich kann euch auch genau sagen, warum, ich möchte einfach flexibel sein und deswegen habe ich auch den Bus. Und wenn man natürlich in einer Stadt ist mit einem Auto, womit man einfach reisen möchte, dann ist das wirklich ganz schwer da so, gerade in Paris mit dem Verkehr und so weiter. Deshalb würde ich jetzt nicht nochmal nach Paris fahren, zumindest nicht so, also auf die Art und Weise, weil ich bin derjenige, der fahren möchte. Ich möchte fahren, ich möchte viel sehen und ich möchte unterschiedliche Sachen sehen. Frankreich oder Paris an sich, wunderschön. Wir waren auf dem Eiffelturm. Es hat sich echt gelohnt. Also man kann wirklich sagen, dass es sich gelohnt hat. Und der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, ihr wart ja auch nur 2,5 Tage da oder 2 Tage da. Ja, das stimmt, aber wir wollten einfach mal ein bisschen ausspannen und das ging einfach gut. Also man fährt einfach los, man ist flexibel mit so einem VW-Bus und gerade das ist einfach das, was das Geile ist an so einem Auto. Und deshalb reichen auch vollkommen 2 Tage oder 2,5. Insgesamt ist man ja 4 unterwegs, man fährt zwar auch viel, aber auch das ist einfach das, was man genießen muss mit so einem Bus. Ja, das möchte ich einfach mal dazu sagen. Und Frankreich auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall nochmal machen. Vielleicht dann eher so ans Meer, wo man vielleicht das ein bisschen weitläufiger hat, dass man auch mal mit dem Bus ein bisschen hin und her kommt. Und ansonsten würde ich eigentlich sagen, nochmal vielen Dank an euch. Wenn euch dieser Vlog auch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben dafür. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Und ich freue mich tierisch auf euer Feedback. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Vlog wieder. Also, haut rein!